Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Und wir lernen heute... Ich wusste, der greift nicht an. Oh, der ist blind. Oh, wieso guckt er mich an? Der ist gar nicht blind. Hallo, Ulfr. Nur heraus damit. Was denn? Beeilt euch. Ja. Ulfres Buch. Es ist leer. Ich hab's mal mitgenommen, ne? Tschüss. Fäulnis. Können wir hier alles mitnehmen? Kobaltschemel. Ich meine, er sieht ja nicht, dass wir klauen. Guten Appetit. La la la, la la la, la 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 la. Ja, ich bin der Held von den Legendenberichten. Das ist richtig. So kennt man mich. Ich tue immer das Richtige. Oh, viel Kohl. War da nicht noch irgendwas? Ah, was haben wir denn hier? Lavendel. Ah, sehr gut. Da hinten noch ein bisschen Schneebeeren. 10 Stück, da muss ich nicht so viel sammeln. Ah, der Sack ist leer. Getrocknete Elfenohren. Toll. Lalala, 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 Blutenkrone, lalala, lalala, 4 Kartoffeln, lalala, lalala. Ach ja. Es ist schon anstrengend, ein Held zu sein. Das kann ich euch manchmal sagen. Den Erwartungen gerecht zu werden und so weiter. Ulfr? Ihr braucht etwas? Nee, ich hab mir alles genommen. Dankeschön. Aber danke der Nachfrage. Tschüss. Lalala, lalala. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Okay, die hätte ich auf der 8, ne? Ja. Kobaltschemel, Weißkappe. Hier sieht's ja aus. Der Ulfr hat hier alles gesammelt, wie es aussieht. Großer Sack leer. Bin immer noch da. Hi Lüdi. Dich wollte ich gar nicht ansprechen. Entschuldigung, Ja, du warst gerade. Hast mich gerade ein bisschen geschubst. Ist halt ein bisschen verspielt, die Lydia. So, den Wein nehmen wir auch mal mit. Der braucht das ja alles nicht. Lydia. Ich höre Stimmen. Das war's hier noch nicht. Es geht, glaube ich, noch weiter. Ich dachte, das wär's schon. Ich dachte, da wohnt hier der blinde Mann und wir nehmen einfach mal alles mit. Der ist einfach nur ein Ablenkungsmanöver. Und die Banditen sind da hinten. Die den alten blinden Mann einfach als Wache vorne sitzen. BZW als Ablenkung. Und gehen hier munter ein und aus. Ich habe ein Bügeleisen mitgenommen. Oh nein. Da ist nicht gut. So. Gnädigste, darf ich Sie kurz stören? Kann man auch nicht verkaufen. Bringt alles nix. Was ist das da? Pelzhelm. Der Kuchen und der Diamant. Papierrolle. Ich nehme die Papierrollen, nehme ich auch mal mit für den Drucker. Mache ich immer. Aus Prinzip, aus Gewohnheit. So, der hat auch nichts dabei. Ganz ehrlich, das sind die jämmerlichsten Banditen der Welt. Ja, hier stinkt es ein bisschen. Das stimmt schon. Wir sind ja bald wieder raus. Geringe Ausdauer, ein bisschen Wein. Und auch hier nehmen wir einfach alles mit. Himmelsrand für Entdecker. Das kennen wir noch gar nicht. Karte aktualisiert. Da haben wir wieder ein paar weitere Ziele auf der Karte freigeschaltet. Die Hoffnung der Redoran. So. Eine Pickaxe. 20 Lederstreifen. Auch die wollen wir natürlich uns aneignen.
Wäre doch schade, wenn sie keiner Benutzung zugeführt werden. Wir können die immer brauchen. Da geht's ja noch weiter. Ich dachte, das wär's jetzt aber. Und da geht's noch weiter. Heilige. Nicht gähnen, es geht sofort weiter. Was ist denn hier los? Das nehme ich mit zum Verkauf. Eine Laute kann man auch verkaufen. Ist aber nicht so viel wert. Schwarze oben. Kaputte Bücher. Warum sammeln die das alles? Achso, habe ich schon reingeguckt. Entschuldigung. So, Basket. Ein Eisenhelm. Der sieht sehr gut aus, aber kann ich nichts mit anfangen. Steigert die Gesundheit um 10 Punkte. Ist eigentlich gut. Aber ich glaube, unser jetziges... Nein! Nur ein Kratzer. Tschüss! Ach, da oben schießt... Da schießen die auf uns. Ich bin nicht der beste Bogenschütze leider, aber ich kann auch üben auf die Art und Weise. So. Ich muss Bogenschütze eh üben. Für Drachen. So. Dann haben wir's. So, mein Lieber. Ein Lockpick, ein Eisenpfeil. Nehme ich gerne mit. Gnädigste, darf ich Ihnen ganz kurz die Dinge abnehmen? Sie sollen ja nicht so schwer schleppen. Da kann man ruhig mal helfen. So, da ist nichts drin. Dem Fass den Boden ausschlagen, da ist auch nichts drin. Na gut, ein paar Kleinigkeiten. Drachenbaum. Alles gut? Oh, ein Heiltrank. Du, den Heiltrank hätte ich schon gerne. Viel besser so. Ich will ihn gar nicht umbringen. Und da er uns nicht angreift, greife ich ihn auch nicht an. So. Ich lasse ihn aber gleich raus. Aber erst auf dem Rückweg. So, mein Lieber. 13 Eisenpfeile. Dankeschön. Einige davon sind wahrscheinlich von mir, deinem Inventar hinzugefügt. Hier liegen auch noch ein paar rum. Warhammer, Wert 60. Und auch hier ein paar Eisenpfeile, vielen Dank. Alle schön rausgezogen. Die Hälfte davon war in seinem Körper. Wein, Wein, Wein. Eisenstreitkolben brauchen wir nicht. Schwaches Gift. Das ist alles viel größer, als ich dachte hier. Ehrlich gesagt habe ich gedacht beim Blinden... Achso, das war's. Ehrlich gesagt, ich habe gedacht beim Blinden ist Schluss. Offenbar. Oh, Eisen. Das nehme ich mit. Ganz ehrlich, man erkennt das Eisen kaum. Was eigentlich gut ist, wenn wir ehrlich sind. So. Die Erzader ist natürlich... So, Koboldschemel, Weißkappe. Und hier nochmal. Und da... Oh, was ist das? Wacholderbeeren. Ein paar Salze. Eismiriam. Für den heimischen Cocktail zu gebrauchen. Irgendwie...
Ich weiß nicht, ob wir das Gewünschte hier finden. Zum Aussichtspunkt am Weißfluss. Huch. Da geht's also wieder raus. Nach oben. Da, wo der Drache wahrscheinlich auch angegriffen hat, oder? Wie es aussieht, war der Drache hier auch sehr erfolgreich. Das heißt, der Drache nimmt uns eigentlich ganz schön Banditenanführer. Haivas Tagebuch. Der nimmt uns einfach Arbeit ab, der Drache. So, Iron Hand. Oh, was haben wir denn hier? Beidhändiger Angriff. Na ja, gut, das bringt uns nichts. Septime und Haivars Tagebuch. Dann schauen wir mal kurz ins Tagebuch. Haivars Tagebuch. In den letzten Wochen haben wir gute Beute gemacht. Wahrscheinlich wegen des Krieges. Jede Menge Händler und Feiglinge, die nach einem Unterschlupf suchen, wo sie sich zusammenkauern und vor den Kämpfen verstecken können. Ich habe den Männern gesagt, sie sollten diese armen Seelen ein wenig von ihrer Last nehmen, indem sie sie um alles Gold erleichtern, das sie bei sich tragen. Die Zahl der Wachen, die auf den Straßen patrouillieren, wurde stark erhöht. Wir können kaum einen Fuß nach draußen setzen. Es müssen sich Reisende beim Jarl beschwert haben. Die Wache ist offenbar noch nicht bereit, gegen uns vorzugehen, aber der Druck macht den Männern zu schaffen. Ich lasse jetzt Rajir mit Ulfre Wache halten. Das bringt die Rufe nach Sicherheit hoffentlich zum Schweigen. Verdammt sei dieser Ballgeruf. Eine Meuterei. Unter meinen Männern. Ich kann's kaum fassen. Den Göttern sei Dank, dass Ulfre rechtzeitig davon gehört hat. Er mag blind sein, aber taub ist er nicht. Ich habe Anjorb eigenhändig getötet. Ein paar andere versuchten zu fliehen, aber die haben wir schnell erwischt. Nur Aisa und Rajir konnten entkommen. Um die ist es nicht schade. Es gibt Gerüchte über einen Drachenangriff auf Helgen. Ein Drache? Wohl kaum. Wahrscheinlicher ist, dass irgendein Idiot, den die Angst vor dem Krieg um den Verstand gebracht hat, sich die Geschichte ausgedacht hat. Auf jeden Fall wurden die Wachen anscheinend in die Stadt zurückgerufen, sodass wir wieder zu ein paar anständigen Raubzügen gekommen sind. Einer der Händler hatte eine seltsame Fracht. Ein Bündel Felle und Tiere, darunter ein Wolf. Ich habe die Männer die anderen Tiere braten lassen. Aber den Wolf, den habe ich verschont. Es wäre praktisch, einen Wachhund wie ihn zu haben, wenn wir ihn nur ein wenig trainieren könnten. Hm. Hat ja nicht so gut geklappt. Das verkaufe ich. Und das Ironschild, das nicht. Coinpurse, das verkaufen wir auch nicht. Amrens Familienschwert, da haben wir es ja jetzt. 7 Stahlpfeile. Messer ist Zeug, ist keine Waffe. Okay. Ach, ist so ein Buttermesser. Oh, schön hier, ne? Ah, ist schon cool. Mit der Aussicht von hier oben, das ist schon sehr schön. Tja, da hat der Drache einfach den Banditenanführer getötet für uns und wir kriegen die XP nicht. Ganz ehrlich, das schreit natürlich nach Rache. Und wenn man bei Rache ein D hinzufügt, ist es ja ein Drache. Daher kommt der Name ja ursprünglich. Ich lasse den Wolf frei, wir gehen wieder zurück. Wir lassen den Wolf frei, ne? Ja. Ja. Der heult natürlich hier mit dem Sturm. Das arme Ding. Wir selber können ihn, glaube ich, nicht zähmen, ne? Könnte versuchen, ihm Fleisch zu geben. Ja, ist ja gut. So, Lydia, bring ihn nicht um, bitte. Lass ihn einfach. Ich hoffe, der ernährt sich später. Okay, ich speichere mal kurz, bevor ich die Zugkette aktiviere. Ah. Ach so, da geht das Ding auf. Okay. Damit kriegt meine Käfig also auch auf mit der Zugkette. So, leckerer Blasenpilz. Daraus koche ich mir gerne Tee. Das hier war nix, ne? Nee. Alchemielabor, großartig. Hier, ich guck trotzdem immer noch mal rum, ob ich was vergessen habe. Zum Beispiel 14 Septime. Aus einer Kiste. Wieso habe ich denn die Kiste nicht leergeräumt? Ist ganz merkwürdig. Man übersieht hier schnell was. Vor allen Dingen, ich glaube, ich werde ein paar Erzadern werde ich bestimmt übersehen, weil die sich hier so nahtlos einfügen. Was ich eigentlich gut finde auf der einen Seite,
Auf der anderen Seite aber nicht so gut. So, greift der Blinde mich gleich an. Ich möchte ihn wirklich nicht niederknüppeln. Ulfrin? Ja? Du, alle sind tot. Du kannst gehen. Schade, dass er mich nicht durch den Bildschirm hört. Es ist, ein Jammer. So. Da oben irgendwo waren wir gerade. Der Drache hat fast alles platt gemacht. Zumindest außerhalb hat er eigentlich alles platt gemacht. Wir mussten ja nur drinnen ein paar Banditen schnetzeln. Das Schwert haben wir zurück. Sehr gut, sehr gut. Diese Laterne ist einfach so unglaublich praktisch. Und man sieht die gar nicht unter dem Umhang. Cool. Da sieht man sie ein bisschen. Die Laterne ist echt super. Der Schattenfall ist nicht unbedingt realistisch, weil die ist unter dem Mantel, aber ist egal. Fürs Let's Play ist das super. So. Da-da-dam, da-da-dam, ba-da-ram, pam-pam-pam, ba-da-dam, ba-da-dam. So. Gut, schade, dass der Drache weg ist. Das ist nicht so gut gelaufen. Hallo, guten Tag. Ja, ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich laufe auch nur vorbei. Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Edle Dame. So, wir geben das gleich wieder zurück, ne? Würde ich vorschlagen. Also das Schwert, meine ich, was wir gefunden haben, das Ahnenschwert. Und anschließend gucken wir, was wir als nächstes machen, dass wir vielleicht noch so ein paar Aufgaben abschließen, eventuell. Wobei ich mit unserer aktuellen Aufgabenliste jetzt schon überfordert bin. Und irgendetwas sagt mir, das wird später nicht besser. Hä, was denn da? Was machen die da? Freunde? Ein Pilger. Und was braucht ihr? Hm? Nichts, nichts, alles gut. Ich wollte nur mal gucken, was da so los ist. Ich glaube, die laufen einfach nachts gern mit Fackeln rum. Und spähen in die Richtung. So. Wer schläft hier? Bjorlam. Okay, da will ich nicht stören, ist ja auch schon spät. Wir sollten jetzt auch nicht mehr unterwegs sein gerade. Ich dachte vielleicht, dass wir hier auch wieder so wandernde Khajiit haben oder so, aber die waren, die hatten wir hier, ne? Aber die haben ein festes Lager hier, glaube ich, oder? Gruschnack? Ja, bitte. Auch nur so. Okay, ich mach Licht mal wieder aus bei mir. Zack. Und dann gehen wir in die Feste. Schade. Wir brauchen immer noch 20 Nirnwürz, um die eine Aufgabe abzuschließen komplett, ne? Ich weiß aber nicht genau, wo ich die herbekommen soll. Anpflanzen können wir die ja nicht. Leider. Ist ein bisschen schade. So. Nabend. Ich hatte überlegt, ob ich eine Mod installiere, mit der ich nachts nicht mehr in die Städte komme, weil es eben zumindest damals, glaube ich, so war, dass man nachts einfach nicht mehr reingelassen wurde. Und da müsste man wahlweise die Wachen bestechen oder eben draußen schlafen, bis es soweit war, dass man wieder rein durfte. Zur Sicherheit, weil Gesindel sich immer nachts herumtreibt, wie man weiß. So, hier, fruchtbarer Boden, immer noch alles am Wachsen. Na gut. Ich gehe mal schlafen. War ja auch ein langer Tag. So, flups. Es ist 2 Uhr morgens. Ich würde sagen, 6 Stunden haben wir uns zumindest mal verdient. Dann schlafen wir bis 8, das ist auch okay. Ah, gut, oh.
ausgeruht. Huch. Sehr schön. Habt ihr auch geschlafen? Recht so. So, jetzt lasst mal schauen, wo ist denn der Kollege, dem wir das Schwert überreichen wollen? Ja, hier oben. Sammlerstücke und Zierschmuck. Da ist er. Ich fange ihn ab. Ich grüße euch, mein Freund. Amren. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein, nein. Vielleicht genau das Richtige für euch. Nein, aber ich habe euer Schwert geholt. Ihr habt es gefunden? Ja. Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Ach. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Na klar. Danke. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Einhändig verbessert auf 48. Das gefällt mir gut. Oh ja. Und Blocken verbessert. Das gefällt mir alles sehr gut. Und Stufenaufstieg. Einen Waffen können wir auch gleich trainieren, eventuell. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Könnt ihr das? Nee, 5 von 5 in dieser Stufe trainiert. Okay, einhändig 48. Bald haben wir 50, dann geht's aufwärts. Amren, ich danke euch. Nun gut. So. Dann hatten wir noch eine weitere Aufgabe, bei der ich sehr unsicher bin, wie wir das machen sollen. Bringe Alessandras Dollhörner, finde heraus, was die Dämmerwacht ist, das will ich ja noch nicht machen. Das Hügelgrab von Yngwild. 20 Nirnwurzen brauchen wir unbedingt. 5 Eisgeist-Zähne können wir eigentlich abgeben. Wir haben 5 zu Hause im Haus, aber die haben wir nicht fair gefunden, wenn wir mal ehrlich sind. Die Anführer der Gefährten nach Arbeit, das kommt glaube ich immer. Stiehl das argonische Bier. Begib dich zur Akademie von Winterfeste, schließe dich den Sturmmäntel an. Das ist vielleicht keine so gute Idee bis jetzt. Wo war denn hier? Wo war denn das? Ach, das war von hier, ne? Das würde ich auch gerne machen. Finde die Rotwardonen, haben wir. Sprich mit den Gefangenen der Alikere. Oder berichte den Alikere von... Das soll man vielleicht mal machen. In höchster Not würde ich gerne machen. Und Thoralds Verbleib der Vermisste. Das würde ich auch gerne machen. Das ist das Haus da, glaube ich, ne? Aber ich weiß noch nicht genau, wie wir da reinschleichen können. Also ich meine, wir sind zwar Dieb, aber irgendwie ist das ganz komisch. Wir kriegen da immer auf den Sack und ich möchte die nicht alle ständig töten. Haus der Kampfgeborenen. Und sobald ich reingehe, gibt es Probleme. Ihr habt hier nichts verloren. Fünf Kopfgeld jetzt schon. Hey, John. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Was wisst ihr über Thorald? Ach, kommt, lasst es gut sein. Er ist tot. Was gibt es da noch groß zu sagen? Wenn doch bloß alle endlich darüber hinwegkommen würden. Das Leben geht weiter. Ich weiß nicht. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge schärfer sein. Wir müssen da nachts einbrechen, glaube ich. Und zwar mit Banditenausrüstung. Ich glaube, das ist der einzig richtige Weg. Anders können wir es nicht machen. Hast du nicht gerade Kopfgeld auf mir aufgesetzt, du Arsch? Alfred, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Mhm. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Erzählt mir doch was über euren Clan. Kampfgeboren ist ein legendenhafter Name, von dem die alten Lieder künden und der in den Heldentaten von 100 Generationen zu hören ist. Für den kampfgeborenen Clan brüllen sie in den Methallen. Die Ersten im Kampfgetümmel, die Letzten am Tavernentisch. Wir haben Ehre, Reichtum und Titel ebenfalls. Ja, und dralle Weiber, die euch in einer kalten Nacht in Himmelsrand das Bett wärmen. Wenn das eure Frage nicht beantwortet,
schaffen das keine weiteren Worte. Na, das mit der Ehre, das sehen wir ja noch. Was ist mit dem Clan der Graumähne? Unzivilisierte, pelztragende Axtschlepper. Ein Wunder, dass sie nicht mehr in Höhlen leben wie ihre Vorfahren, mit denen sie dauernd angeben. Es stimmt, dass Wigner Graumähne und seine Familie zu den ältesten und, je nachdem, wen man fragt, angesehensten Clans von Weißlauf zählen. Das streite ich nicht ab. Aber es ist eine Sache, stolz auf sein Erbe zu sein und eine andere, an der Vergangenheit festzuhängen. Was Sie Ehre und Tradition nennen, nenne ich Ignoranz. Mhm. Und weshalb die Fehde mit den Graumähnen? Und vor allen Dingen, er sagt die Pelztragenden, aber ich meine, ne? Warum die Fehde mit den Graumähnen? Geld, ihr Dummkopf, was sonst? Ach so. An allem ist das Geld schuld. Die Graumähnen sind tief in Weißlauf verwurzelt. Aber das gilt auch für uns. Im Gegensatz zu ihnen sind wir reich. Und Wigner hasst das. Oh, sie hassen das alle. Ständig dieses Gerede von Stolz und Ehre. Und was haben sie dafür vorzuweisen? Bettlerlumpen und altes Brot. Wir haben denselben Stolz, dieselbe Ehre. Und wir haben Wohlstand. Kein Wunder, dass sie uns beneiden. Ja, naja, ich weiß ja nicht. Und habt ihr schon die Sache mit Thorald gehört? Was gibt es da groß zu sagen? Wer sich gegen das Kaiserreich stellt, wird als toter Mann enden. Thorald hat bekommen, was er verdient. Ihr solltet besser nicht zu viele Fragen darüber stellen. Mhm. Sonst bekommen die Leute vielleicht noch einen falschen Eindruck von euch. Na gut, ich danke euch. Tschüss. Passt auf euch auf da draußen. Wir werden sehen. So, ist das Haus jetzt unbewacht? Die beiden sind jetzt rausgegangen. Ich glaube, der Junge ist da wahrscheinlich noch, ne? Diese ärgerliche Brut. Ich speichere mal ab. Wir brauchen unseren Diebesanzug. Und vor allen Dingen, ich weiß halt nicht, nachts, schlafen die nachts alle oder tobt da vielleicht doch noch jemand durchs Haus? Ja, tagsüber ist halt scheiße. Wir kommen später wieder. Ich glaube, wir müssen nachts da rein. Wir müssen uns nachts reinschleichen. Es hilft alles nichts. Wir werden Nacht abwarten und dann versuchen wir da entsprechend Beweise zu finden. Was machen wir bis zur Nacht? Puh, ich meine, wir haben einige Sachen, die wir tun könnten. Wir wollten noch jemanden adoptieren. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo diese Person war. Warum gehen die da oben lang teilweise? Ach. Ist immer Gerda. Es ist immer Gerda. Immer. Ich glaube, es müsste unten sein, ne? Unten sind die Nichtwohlhabenden. Und wenn mal jemanden vielleicht in der Kneipe oder so. Oh, vielleicht da drüben. Ich weiß nicht, wie das klappt. Ich speichere mal vorher. Ich habe noch keine Ahnung, wie das alles geht. Hey, Lucia. Mach mal die Augen auf. Ihr seid der Beste. Könnt ihr mein Vater sein? Ich könnte dich adoptieren, wenn du willst. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Klar. Nein? Hä? Ich hab doch ein Haus. Nein, tu ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Ich hab... Nein, tu ich nicht. Warum stehen die alle rum? Ich stehe einfach gerne in der Sonne, wa? Gut, wir können also nicht adoptieren. Naja, schade. So, da ist Ditte. Ist es ein Vogel? Entdeckt. Ich glaube, der ist eingefroren. Na gut, das passiert vielleicht auch mal. So, Isoldas Haus. Da gehen wir nicht rein. Ich könnte, weißt du was, ich könnte vielleicht ein bisschen was... Hängemoos. Ich könnte vielleicht zu Hause ein bisschen was zubereiten, eventuell. Heiltränke wollte ich auch noch machen, aber dafür brauche ich, glaube ich, diese komischen Stielwarzen oder was das war. Ich habe vergessen, was es war, ehrlich gesagt.
Huch. Ah, diese Kampfgeborenen, ne? Irgendwie weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht. So, draußen sehr windig, ist ein gutes Wetter, um drin zu sein. Die Frage ist, was können wir denn überhaupt zubereiten? Apfel im Schlafmodus, Kartoffelbrot, dafür brauchen wir Salz, Milchkuchen, Mehlsack, Kartoffeln, Hühner, Heilige. Was? Knoblauchbrot? Knoblauchbutter und Leibbrot. Dafür, für ein Leibbrot brauche ich Salz, Milchkrug, Mehlsack, Hühnerei. Ach du Heilige. Süßkuchen, Salz, Milchkrug. Ich habe gar keine Milch, glaube ich. Salz und Mehlsack. Hefezopf. Stellt 2 Gesundheitspunkte wieder her. Die Tragfähigkeit wird 30 Sekunden. Regeneriert 120 Sekunden lang ein Gesundheitspunkt. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Hühnerkloß. Oh, lecker. Rohe Hühnerbrust. Lavendelkloß stellt 5 Gesundheitspunkte wieder her. Magiker wird 60 und 10 Punkte erhöht. Stellt 10 Gesundheitspunkte wieder her. 4%ige Feuerresistenz für 60 Sekunden. Also wir können uns gut buffen mit den Sachen. Das geht schon ganz gut. Ich guck mal kurz, was wir im Suppentopf machen können. Die Rezepte scheinen ein bisschen einfach zu sein. 10 Gesundheitspunkte wieder her und stellt 10 Punkte Ausdauer wieder her. Kartoffelkohlsuppe. Braucht Kartoffeln, Salz, Lauch und Kohl. Kohleintopf mit Apfel stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her und 10 Gesundheitspunkte. Lachsbraten. 5 Gesundheitspunkte. Ach du Heilige. 5 Gesundheitspunkte, Wildbreteintopf. Tomate, Salz, Knoblauch, Lauch. 10 Gesundheitspunkte und 10 Punkte Ausdauer bei der Tomatensuppe. Spickelbeck. Das sind alles Fischdinger. Hier kann man Eichhörnchen machen. Lecker. Eichhörnchen bringen 5 Gesundheitspunkte, das ist nicht so viel. Die Fische bringen auch nur 5, glaube ich. Oh, Schweinebein. Muschelsuppe. Wie die aussieht. Als würde ich damit gleich Tapete an die Wand ballern. Horka-Eintopf. Oh, regeneriert 720 Sekunden lang ein Gesundheitspunkt pro Sekunde. Der Horka-Eintopf könnte mir gefallen, aber rohes Horka-Fleisch müssen wir erstmal drankommen. Ich bin ganz ehrlich, ich esse hier relativ wenig, ne? Ist wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ich würde vielleicht doch erstmal gucken, ob ich nicht am Alchemietisch. Trankmischerbeutel. Oh. Das nehme ich gerne mit. Kleine Perle. Okay, Trankmischerbeutel. Habe ich noch nie reingeguckt. Hallo? Alchemielabor. So. Zutaten. Ach ja. Wir können nicht sagen, mach Heiltrank, sondern wir müssen ja Rezept. Oh Gott. Alchemie beenden. Wo habe ich denn die Rezepte? Entzauberungstisch. Benutzen, mal gucken, wie der funktioniert. Achso, ich habe nichts zum Entzaubern, glaube ich. Aber wenn, ich muss mir mal angucken, wie das funktioniert, ob ich da die Spells... Das ist ja eklig. Der sollte hier nicht stehen. Hier, aktivieren, Pupp. Warum steht der? Okay, gut. Wo sind die Rezepte? Das waren, wo habe ich die Rezepte denn hingetan, verdammt? Wo kommen die denn immer hin? Hier unten Rezepte. Okay, Gesundheit senken. Giftrezept. Gesundheit wiederherstellen. Schade, dass ich das nicht einfach so lesen kann, während das da drin ist. Ich muss das halt mitnehmen. Das ist halt blöd. Schmetterlings, Monarchfalter und Blasenpilz. Habe ich denn Blasenpilze da drin? Habe ich aktuell Blasenpilze? 4 Stück. Und Monarchfalter? Menschenfleisch? Monarchfalter habe ich keinen einzigen. Aber Blasenpilz mit Weizen sollte eigentlich auch gehen. Blasenpilz und Weizen. Herstellen. Gesunder wiederherstellen. Aha, entdeckte Effekte.
So. Ah, und jetzt kann ich gesund... Dann merkt er sich da die Rezepte. Das ist ja cool. Das heißt, ich muss nach und nach... Okay. Nein, nicht Alchemielabor. Geh weg. Weiche von mir. So, warte. So. Ich würde gerne das Rezept dann von uns... Das ist alles ein bisschen umständlich, aber sauberer dadurch. Und jetzt den Blasenpilz. Achso, und die Tränke behalte ich. Ich tue die Zutaten mal wieder rein. So. Blasenpilz. Blutende Krone. Drachenbaum. Eismiriam, Elfenohr, die haben wir gerade alle gesammelt. Die Feuersholz brauchen wir für eine Quest. Fliegenpilz, Hängemoos, Knoblauch, Koboldschemel, Lavendel. Ich wünsche, wir würden automatisch den Korb mit benutzen. Das wäre toll. Schneebeeren, Tundra, Baumwolle, Wacholderbeeren, Weizen behalte ich immer. Damit wir unterwegs vielleicht Heiltränke machen können. Und die anderen brauche ich für Quests. Okay. Bücher muss ich irgendwann mal machen. Ach, sie ist in den Keller gegangen gerade. Das mache ich auch mal gerade. Wir müssen ja eh noch warten. Wie spät ist es jetzt? Ist gerade mal 12:43 PM. Ja, es ist okay, es ist 12:43 Uhr. Achso, erstmal aufsteigen. Das mache ich natürlich auch mal ganz kurz. Ich steige auf. Gesundheit immer gut. Schloss knacken, wollte ich mal wissen. 36. Goldene Hände. Flinke Hände, ohne entdeckt zu werden. 40. Okay. Schlösser Adept 50. Das sind viel. Auch das haben wir. Da gibt es keine Stufen. Okay. 50. Ich glaube, alles darüber. Da kann man momentan nichts machen. Mist. Also doof. Fertigkeiten. Schleichen. Könnten wir vielleicht mal gucken. Aber da haben wir nur 21. Wir müssen viel öfter schleichen. Lautlose Bewegung wäre schön. Erfordert 30, das brauchen wir halt. 50% leiser. Wenn wir. Sag mal. Ich komme mit der Steuerung sehr gut klar. Leichte Rüstung für Diebe eventuell. Steigert den Rüstungswert. Leichte Rüstung. Das brauchen wir eigentlich nicht. Schießkunst. Das wäre vielleicht nochmal was. Da können wir vielleicht nochmal gucken. Überspannen. Bögen bewirken 20. Oh ja, unbedingt sogar. Das machen wir. Mit Bögen brauchen wir auch mehr Schaden gegen Drachen zum Beispiel. Todesschuss, was haben wir denn da? 10% Chance für einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden verursacht. Das gefällt mir auch sehr gut. Ruhige Hand, das Heranzoom mit einem Bogen verlangsamt die Zeit um 50%. Erfordert 40, das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Adlerauge, wenn du während des Zielens blocken drückst, kannst du heranzoomen. Während des Zielens blocken? Mächtiger Schuss. Pfeile bringen alle Gegner außer den größten zu 50% aus dem Gleichgewicht und stoßen sie zurück. Drachen sind davon wahrscheinlich nicht betroffen, würde ich vermuten. Okay, was wir hier haben. Wir gehen zum Rohmaterial. Nehmen wir uns mal die 7 Iron Ore und die Moonstone. Den Rest lasse ich erstmal und dann gucke ich mal, ob ich das einschmelzen kann in der Schmelzhütte. Ich habe das alles noch nie gemacht, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. So, und wir können jetzt Eisen herstellen. 4 Stück. Hier nochmal ein Iron Ingo. Erfordert 2 Iron Ore. In der Hoffnung, dass wir dadurch auch XP kriegen. Und Refined Moonstone. Also schön ein paar Mondsteinbarren. So. Dann hätten wir die Sachen eingeschmolzen. Das ist sehr gut. Mit Amboss können wir dann drüber gehen, aber erstmal packe ich das hier alles rein. Das ist das, was wir momentan hier alles haben. Die hatten wir ja aus diesem Zwergenminen-Ding da und so weiter. Das befindet sich alles gerade hier. Und ich packe mal unsere Sachen dazu. Refound Moonstone. Feuerholz haben wir ja auch. Okay, sonst haben wir hier nichts in Richtung die Leather Strips. Leather Strips könnten wir hier ablegen. Wenn wir schon mal dabei sind, die Leather Strips. Elchpelz, Wolfpelz, das kommt alles hier rein. Da haben wir ja auch genug. So, Wolfpelz, Elchpelz. Müssen wir mal gucken, ganz ehrlich, was wir damit machen. 4 Amethysten haben wir auch wieder. Und einen guten Horkerzahn. Hier, guck mal, das sind die Sachen, die wir schon gesammelt haben. So, wo ist denn der Horkerzahn? Hork. Horker. Horkamole. Werkbank. Können wir uns denn hier was Schönes schmieden eigentlich? Mit dem Amboss, Gold, Ohrringe. Ich guck nochmal generell, was wir machen könnten.
Hinge. Okay. Imperial Armor. Was können wir uns generell machen? Können wir später noch Rezepte lernen für geilere Sachen? Rüstung 43. Das würde mir zum Beispiel gefallen, wenn wir sowas machen. Rüstung 43. Ich guck mal kurz, was haben wir denn aktuell an Rüstung? Nur mal so gucken. Gut, 52. Ich glaube, die Sachen zu machen lohnt sich, glaube ich, eher nicht, ne? Wir haben momentan Stil, alles aus Stil. Und aus irgendeinem Grund habe ich den hier auf. Welcher ist denn besser? Ach ja, der Zwergehelm sah ja nicht so gut aus. Den würde ich auch gerne einschmelzen, den Zwergenhelm. Kann ich vielleicht mal verkaufen. Und die Iron Hand Gauntlets, die sind verzaubert. Die bringen 488 als Wert auf die Waage. Das ist natürlich ganz cool. Aber die haben auch nur 17 Rüstung. Und beidhändige Angriffe haben wir nicht. Also wir können die eigentlich verkaufen, ganz locker. Normalerweise verkaufe ich wenig, aber die können wir ruhig verkaufen. Und den Zwergenhelm. Rüstungen. Den Zwergenhelm können wir sogar noch verbessern oder verstärken. Hierfür brauchen wir Stahl. Soll ich unsere Sachen mal ein bisschen verstärken? Ach, mal Stahl haben wir noch gar nicht, ne? Na, wird gerne da oben zum Barren. Stahl. Ein Stahlbarren haben wir. Was brauchen wir für Stahl? Stahlbarren und? Oh nein, Eisen und Korundum. Ich hätte das Eisen gar nicht einschmelzen sollen, wa? Und ich kann Barren auch nicht wieder einschmelzen. Was ist denn das hier? Oh, ach, wir können die ganzen Sachen, die ganzen Dwemer-Sachen können wir einschmelzen und kriegen daraus auch Barren. Okay, gut zu wissen. Wusste ich vorher auch nicht. Ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt, weil wir im Let's Play bis jetzt ja nur rumgelaufen sind. Und das sind die ganzen Dwemer-Sachen, die wir schon haben. Die habe ich alle gesammelt. Scrap Metal können wir auf jeden Fall einschmelzen. Plate Metal glaube ich auch. Alles, was hier Metal heißt. Plättel. Small Plate Metal. Ich glaube, das können wir alles einschmelzen. Solides Metall. Da kriegen wir auf jeden Fall noch... Also Dwemer-Zeugs kriegen wir da raus. Und dann am Ende eventuell... Warte mal. Dwemer gibt's hier aber nicht, ne? Knochenrüstungshelm. 24. Knochenrüstungsstiefel. 17. Okay. Ist alles irgendwie so ähnlich hier. Die Schilder sind ganz schön, aber... Shellback. Oh, das sieht aber cool aus. Was ist das denn? Zwei Muschelkäfer-Chitinen und zwei Iron Ingot. Haben wir Muschelkäfer-Chitin? Nee, ne? Gar nicht. 31 Rüstung hört sich gut an. Erschaffen. Ja, ich weiß. Ich würde mir gerne Sachen markieren können hier. Stahlhelm. Ah, verschiedene Rezepte. Okay. Dann hier Stahl. Brauchen wir nicht. Wolf-Armor. Ist, glaube ich, alles eher so optisch, ne? Das ist, glaube ich, alles eher so optisch. Ach, doof. Ich würde halt gerne, ne? Knochenrüstungshelm. Achso, den hat man gerade. Imperial, lalalala, heavy painted. Ja, na gut. Bone Mold, 46. Okay, sieht hier komisch aus. Könnte aber ganz cool werden. Und die Goldohrringe können wir, glaube ich, nur... Die können wir, glaube ich, nur verkaufen. Die bringen uns ja sonst nichts. Okay, gut. Wir müssen also Iron Ore sammeln und dieses Carinthium, keine Ahnung, vergessen. Und unsere Sachen einfach ein bisschen aufpeppen. Und dann mal gucken, was wir als nächstes so holen. Rogue Armor hat irgendwie gar keine Textur. Guck mal. Was ist da los? Red Guard Night Cape. Ist aber leider dunkel, also ist leider schwarz. Ich hätte gerne so ein rotes Cape hätte ich gerne. Gibt's hier auch rote Capes? Also gibt's generell eine Suchfunktion wäre hier uns echt schön. Wenn ich jetzt nach Cape suchen könnte, das wäre echt toll. Eye Patch, Bone Mold Ski. Also da sind wir wieder. Ja, das, ja.
Okay, also ein bisschen was würde ich da gerne noch machen, aber ich glaube, ja, wir brauchen noch Zutaten und so weiter und dann müssen wir uns entscheiden. Wir müssen uns für einen Look entscheiden erstmal. Der Nordlook ist, weiß ich nicht, Sea Dog Cape. Leder. Ja, die Capes sind ganz nett, aber ganz ehrlich, wir haben momentan dieses Pelz-Ding, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und da wir farblich sonst keine Sachen hier haben, Imperial-Sachen sehen, die Schilde sehen ganz cool aus, aber der Rest ist irgendwie lahm bei denen. Highwayman, was? Ja, naja. Naja. Hätte gern bessere Sachen gehabt, aber gut. Wir müssen die wahrscheinlich später verfeinern und dafür brauchen wir wahrscheinlich Gezuppel und so weiter. Es ist 14.38 Uhr. Ich glaube, ich gehe mal raus und warte einfach mal. Sonst dauert das so lange. Die Sachen haben wir abgelegt und so weiter und so fort. Das ist ganz gut. So. Schon wieder Schnee. Dann wollen wir mal. Ich hoffe... Oh nein. Ich bin doof. Ich habe das vergessen, was ich eigentlich holen wollte. Außerdem... Habt ihr die Preise erhöht? Habe ich die gerade weggebasht? Oh, der Weizen ist fertig. Huch. Aber ist der fertig? Nee, ne? Sammeln Weizen. Oh. Vier Weizen. Da kann ich jetzt immer Weizen sammeln. Das heißt, wir können es vielleicht immer Heiltränke machen. Halt, nein, nichts tun. Wir können auch was anderes anbauen. Cool. Das ist halt echt cool. Nice. Gefällt mir sehr gut. So, ich muss noch mal ganz kurz nach Hause. Ich habe was vergessen. So. Bei den Stäben erstmal die Diebesarmor mitnehmen. 2, 3, 4. So. Diese Tribunalmask, ne? Die ist zwar geklaut, aber... Naja. Was macht denn das? Oh, das sollte ich vielleicht mitnehmen. Die Tunika, warum liegt die hier drin? Kann ich die nicht statt dem Pelz mitnehmen? Wir haben momentan das hier umgebunden. Ah, okay, nee, die macht er stattdessen. Ah, doof. Oder warte mal, ich probiere mal gerade was. Ich will mal was probieren. Wir haben ja Kuh, ne? Und wir haben hier Gruppen. Ich bin sehr schlau. Gruppe 1. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich muss das mal testen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Favorit hinzufügen. Okay, ich mache das jetzt mal so hier. So, Furcloak, Gewicht 6. Ziehe ich dann auch erstmal aus. Den Rucksack ziehe ich auch erstmal aus. Das Amulett behalte ich mal. Das gefällt mir gut. Okay. Ja, dann wollen wir mal. Hallo Lydia. Dann haben wir uns ein bisschen vorbereitet. Seid ihr Brot aus Eintopf leid? Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Im Moment nicht. Im Moment bin ich auf Diebestour, da sammle ich Münzen. Aber später bestimmt. Warum kann ich das Mädel nicht adoptieren? Das wundert mich. So, warte. Hier ist aber den Kampfgeborenen und ich gehe nochmal zur Rückseite und dann würde ich da vielleicht mal warten. 1-2 Minütchen. Mal ganz kurz hinhocken. Es ist 15 Uhr. 5 Stunden. Ich warte mal 8 Stunden. Bis die Dunkelheit uns umschlingt. So, ich hoffe, da ist keiner mehr wach. Und in der nächsten Folge... Oh, cool. Oh, ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Cool. In der nächsten Folge probieren wir mal unser Glück mit einem kleinen Einbruch, um die Wahrheit herauszufinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und
Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.